Moin moin aus dem Norden und guten Morgen. Es ist Sommer und Grillzeit und der Sommer hält noch super an. Und dafür mache ich heute mal eine Grillmarinade und zwar für Pute oder Hähnchen. Ich habe das sonst immer mit Hähnchen gemacht und mache das jetzt heute mit Pute. Das sind all meine Zutaten, die stelle ich euch gleich vor beim Erstellen machen. Und jetzt wollte ich euch mal zeigen, ich habe mein Rezept für diese Grillmarinade schon einige Jahre bei chefkoch.de drin und ich habe aber meine Zutaten mit den Jahren noch mal ein bisschen verändert, so dass ich heute noch mal ein Video davon mache. Aber wer Lust hat, kann natürlich auch bei chefkoch.de schauen, Grillmarinade, und dort heiße ich De Hell, wie man hier unten rechts sehen kann. So viel in eigener Sache und dann geht es auch gleich los. Die Puttenschnitzel sind immer so groß. Ich habe hier 500 Gramm insgesamt und ich habe mir die einfach mal in kleinere Tranchen geschnitten. Niemand möchte nachher so ein Puttenschnitzel auf dem Teller haben. Und ich mache jetzt die Marinade zuerst. Und zwar gebe ich dafür Zitronensaft und Senf als Emulgator. Und Honig, die Menge an Honig muss jedem selbst überlassen bleiben. Ich mag es nicht zu sauer, aber auch nicht zu süß. Ich habe jetzt hier einen Esslöffel genommen. Wer mehr oder weniger nimmt, das ist völlig in Ordnung. Und ein wenig Knoblauch, man kann eine Zehe nehmen, wer mag, auch mehr. Ich mag nicht so viel. Und jetzt kann ich schon die anderen flüssigen Zutaten auch dazu geben. Ich nehme hier einen Spritzer Worcestersoße oder wie Jamie Oliver sagt, Worcestershire Sauce. So ein wenig, einen Spritzer Balsamico-Essig. Ich möchte ruhig, dass das eine dunkle Marinade wird. Man kann natürlich hellen Essig nehmen, wenn einen das stört. So, jetzt rühre ich mir das hier ein bisschen auf, dass das sich verbindet. Man kann auch schon Pfeffer, habe ich vorher gemahlen, und Salz hinein. Man könnte das auch mit dem Mixstab machen natürlich. Aber das tut nicht nötig, den nachher abzuwaschen. So, und ich habe jetzt hier entgegen meines Rezeptes bei Chefkoch arbeite ich jetzt öfter mit geräucherten Paprika. Ich habe hier einen Esslöffel normalen Paprika, edelsüß, und dann hier zwei Esslöffel geräuchertes Paprika. Das ist dieses Pimentos, dieses spanische, aber das kriegt man mittlerweile auch schon in guten Gewürzregalen. Ich habe das aus dem Urlaub auch nochmal in größerer Form mitgebracht, einfach weil es da billiger ist. So, und jetzt sieht man schon, dass das hier etwas dicker wird. Jetzt gebe ich auch die Zwiebeln dazu, eine kleine Schalotte oder eine Schalotte oder eine kleine rote Zwiebel fein gewürfelt. Und jetzt kommt nur noch etwas Öl. Ich nehme mittlerweile halb Oliven und halb neutrales Öl. Mir ist das nur mit Olivenöl zu streng. Das kann man ja auch selber entscheiden. Und je nach der Menge des Öls richtet sich das jetzt danach, wie dick oder dünn eure Marinade wird. Also da könnt ihr entweder mehr oder weniger Öl dazugeben. So, und so sieht das Ganze jetzt aus. Jetzt kommen noch die Kräuter dazu. Da habe ich hier Thymian frischen. Wenn ihr keinen habt, nehmt getrockneten. Die gebe ich so ganz dazu. Dann kann ich die besser nachher wieder rausfischen, weil
diese blöden Stängel und die kleinen, was man da so mit reinkriegt. Außerdem muss man nachher die Putenschnitzel sowieso ein bisschen abstreifen. Man muss aber nicht die komplett ausputzen, weil ein bisschen Marinade kann ruhig dranbleiben. Dann habe ich hier noch Oregano. Den mache ich mir aber schon mal hier so mit rein und zipfe mir den ab. Das mache ich gleich zu Ende. Und dann habe ich hier Rosmarinnadeln, die streife ich einfach nur ab. Das muss auch nicht besonders fein sein, denn die Marinade wird ja nachher grob vom Fleisch abgestrichen. Und zu viel Marinade, dann verbrennt das auf dem Grill, das weiß ja jeder. Und diese Marinade ist jetzt seit vielen Jahren ausprobiert. Sie ist super lecker, vor allen Dingen wird das Hähnchen oder die Pute super saftig. Früher fand ich das immer zu trocken. Das gefiel mir nicht. Und hiermit ist es wirklich ganz saftig. Man darf natürlich jetzt das Hähnchen oder hier diese sehr flache Putenschnitzel jetzt nicht ewig grillen. Ich würde sagen, 2 Minuten von jeder Seite reichen da vollständig aus. Ich nehme jetzt hier so einen Gefrierbeutel, stülpe einmal das um und damit ich das besser einfüllen kann, stelle ich mir das in so ein Gefäß, sonst kippt mir das um. Und jetzt nehme ich mir hier Quatsch, ich mache erstmal ein bisschen Soße unten rein, Marinade. Und dann ein wenig von den Putenstücken. Und dann mache ich auch schon von meinen Thymian damit rein. Ich verteile die Marinade gleich so, das muss man nicht unbedingt, aber dann ist schon mal überall ein bisschen was. Übrigens, ich habe die so ein bisschen hier einmal mit dem Finger probiert, ob sie genug Salz und sowas alles hat. Wer will, kann natürlich auch noch Chili damit reinmachen, wie scharf man das möchte. Ich möchte jetzt diese Putenschnitzel nicht so scharf haben, sondern wirklich nur so ein bisschen auf Barbecue-Style mit dem geräucherten Paprika. So kann man das wunderbar einfüllen. Jetzt lasse ich mir hier so ein bisschen Luft und nehme mir hier so einen Clip und verschließe mir das. Und dann kann ich das hier wunderbar mit den Fingern Händen einarbeiten und schön, dass es überall mit der Marinade umschlossen ist. Ich lasse das jetzt 24 Stunden ziehen. Wir wollen morgen Mittag grillen, wir kriegen Besuch und dann habe ich 24 Stunden. Das ist am besten. Länger muss es nicht und kürzer wäre schade. Dann dringt das nicht so gut ein. Und lasst nicht so viel weg, weil ihr das alles nicht mögt oder nicht habt. Alles, was nicht drin ist, kann auch an Geschmack nicht rauskommen. Wo nur Salz und Pfeffer drin sind, kann es auch nur nach Salz und Pfeffer schmecken. Und derjenige, der das vorgesetzt kriegt, der weiß sowieso nicht, was drin ist. Und ich habe das schon für einige gemacht und alle waren immer sehr begeistert. Sonst schaut euch doch auch meine Bewertung bei chefkoch.de an. So viel zu der kostenlosen Werbung. Ich krieg da nichts für. Okay, und das wär's. Fertig ist mein Putengrillfleisch. Und das packe ich jetzt in den Kühlschrank, ruhig an die kälteste Stelle. Und ich sag mal, im Laufe des Tages oder ich gehe immer, wenn ich mal an den Kühlschrank gehe, dann hole ich mir das raus und wirbel das nochmal so durch, dass die Marinade immer schön überall, weil es setzt sich natürlich mal ein bisschen ab, dass die überall das Fleisch umschließt. Ja, das wär's. Und dann zeige ich euch morgen, wie so ein Stück Pute dann gegrillt
aussieht. Ja, bis dahin. Hallo zurück. Der Grill ist angeworfen und jetzt habe ich mir Puttstücke hier aus meiner Tüte geholt und abgestreift, abgestriffen. Also von der grob von der Marinade befreit und so kommt das jetzt gleich auf den Grill. So, da sind wir wieder zurück auf dem Grill. Also wie gesagt, 2 bis 3 Minuten von jeder Seite. Es ist jetzt schon einmal umgedreht, sieht aber schon ganz gut aus. Bis gleich auf dem Teller. Und sieht das appetitlich aus? Ich finde ja, das sieht super appetitlich aus. Meine Grillmarinade für Putte und dazu mein Schichtsalat. Lecker. Das werde ich mir jetzt schmecken lassen. Guten Appetit und tschüss.